Jo, da sind wir wieder. Jetzt sind wir hier gerade beim Sideboarden vor dem dritten Spiel. Gegner wird jetzt gleich anfangen. Das ist halt super, super schlecht für uns, weil der Gegner halt einfach ein richtig gutes Beatdown-Deck hat und wir halt zum Beispiel keine Kraken im Deck haben. Wir haben halt die Ally-Mauer und JMM hat sich jetzt einfach gerade entschieden, nicht zu boarden. Na, da war ja nichts Relevantes mehr drin. Wir hatten ja schon geboardet fürs zweite Ja, Spiel. ja. Jetzt haben wir hier eine crappige Hand. Also für mich ist das irgendwie ein Mulligan, muss ich mal so sagen. Naja, es ist Länder und Spells. Wir werden Turn 2 auf jeden Fall eine Ja. Ja, okay, Ebene also haben für einen Cliff-Förder. wenn wir sie Turn 2 nicht haben, haben wir sie halt erst Turn 5 frühestens. Na gut, Aber da kann man schon wahrscheinlich. ausgehen davon, dass eine kommt in Ja. 4 Draws. Ja. Danach haben wir noch Sachen, die. Ja, die kosten halt 5. Ja, ich weiß, ist alles nicht gut, aber mit Interval. Ich glaube nicht, dass man das Mulligan nehmen kann. Der tradet halt auch gegen irgendwelche Drops von Okay, ihm. dann. Okay, dann hältst du das. Ich wünsche dir viel Glück mit dem Halima Vielen Dank. Wünsche ich dir auch. Adepts. Danke. So, jetzt hoffentlich kein Lynx. Lynx. So, kein Lynx schon mal. Turn 1 Lynx sollte eh gebannt Dann werden in dem müssen wir jetzt Format. nur noch den First Striker dodgen. Ja, das ist die Plains, die schmeckt. Kann man sich die auscashen lassen? Außer sie sind Nee, richtig würdest du gut. trotzdem das Halimadevs machen jetzt? Ja, oder? Ja. Einfach nur hoffen, dass wir irgendwie leckere Kurve nachziehen. Ja, da haben wir doch eine leckere Kurve. Aber Day Brass of wird nicht. Judgment ziehen wir als letztes. Ja, ob. Die anderen beiden sind irrelevant, weil wir Ja, sie beide haben. genau. Brass ist zwar schöne Karte, aber on the draw und ohne weißes Mana eher nicht so. Ja, vielleicht wird er trotzdem noch mal irgendwann relevant. Ja, Cliff Threader bildet. Ja, den werden wir mit unserem Cliff-Förder traden. Unseres war ungefähr unendlich viel besser, aber am Anfang traden und keinen Schaden nehmen ist halt einfach das Allerwichtigste. Wahrscheinlich können wir ihn nicht blocken, fällt mir gerade ein. Das ist natürlich schade. Ja, bleiben wir trotzdem in der Defense. Was mir sehr gefällt, dass er nicht mehr einen 2-2 First Striker hat. Also diesmal nicht gezogen oder noch kein Weiß dafür. Ja, jetzt machst du einfach den Raptor und bleibst hinten oder wie? Ja. Ja, okay, das wäre auch so mein Play. Versuchen wir einfach alles abzutraden, laufen wir zwar ein bisschen in die Trap rein, aber wenn er sie hat, ist halt lächerlich. In den Slaughter Cry laufen wir auch rein. Na, Slaughtercry war 1 zu 1 Trade. Das andere. 2 zu 1, jetzt hat das Echt? eh nicht. Ja, okay, jetzt hat das hier nicht. Ja, Slaughter Cry darf er machen. Oder nicht? Nur darf er. Natürlich. Also wir können jetzt nicht 4 schlucken, einfach immer. Nee, klar. Außerdem ist Er er hätte dennoch seinen sein Turn Turn geskippt. geskippt und Ja, hat nur eine genau. Bananenkreatur im Spiel. Das wäre super für Ja, uns, hätte das ja. Slaughtercry gemacht. So, mal gucken, was er jetzt nachlegt. Ja, Blade Master ist fies. Der sollte gebannt werden. Ja, der Brass ist nicht so geil. So, jetzt würde ich fast sagen, machen wir Interval mit Kicker, oder? Ja. Oder willst du einen Flieger? Nee, lass Nö. Interval mit Kicker Ja, machen. machen wir das End of Turn oder in seinem Combat? Ich bin. Gucken wir erstmal, was er legt. Ja, Puma. Puma, dann machen wir es jetzt. Ja. Nur keine 3 Schaden. Ja. Ich meine, dann kann er ihn auch wieder auszocken, dann können wir direkt der F-Judgment machen. Ja. Ja, gut, dann ziehen wir zwei Karten, wird schon. Oder ist Vielleicht eine Plains möglicherweise eine dabei. Plains dabei, Ja, da ja. ist sie direkt. Ja, da ist er wieder und dann machen wir einfach mal Fraß. Das sieht doch sehr gut aus. Ist, glaube ich, auch echt ein gutes Matchup. Er hat bloß so sick losgelegt im ersten Spiel. Ja, gut. Wenn wir on the play gewesen wären, hätten wir vielleicht einen Shot gehabt, aber on the draw ist es halt einfach unmöglich, da irgendwas zu machen. Nicht, das halt nicht nur mit unserem Deck, sondern allgemein. Ja, konnte ja sogar nichts blocken und so weiter und so fort. Ja, jetzt legen wir halt den Flieger. Das Land auch nochmal. Jetzt hat er schon wieder drei Handkarten. Wir haben auf 18 Leben stabilisiert. Sieht ja sehr gut aus, muss man sagen. Ja, mal Searing gucken, Blaze. Searing Blaze. Also Wenn den Schaden wir. kriegst du eh halt. Ja, ich weiß. Würde ich trotzdem machen. Okay. Ich meine, wir haben schon junge Schaffen. Ja. Falls wir irgendwas bouncen müssen, können wir es einfach removen. So ein 3 ins Flieger brauchen wir eigentlich noch. Das ist echt lächerlich, dass Searing Blaze E3 Schaden macht. Das ist Ja, aber irgendwie. die 3 Schaden können wir uns gerade leisten. Keine Ja, Hilfe, klar. stimme ich dir zu. Ja, So, wenn wir dann eine legen wir Plains. den, der ist teurer. Ja. Obwohl, beim Ja, Plane wenn ziehen wir ist er Plains fetter. ziehen, ist Ja, er. okay. Weiß ich nicht, also finde ich immer noch knapp, den können wir auch als 3-3 anlegen.
Ich finde, so ist richtig, weil Option auf 4-4 sollten wir uns offen halten. Der kann halt auch blocken, wenn der Gegner ein 2-2 erlegt. Wie zum Beispiel Marschförder. Er hatte ganz schön viel Gemüse, 2 Drops, muss man mal sagen. Die sind halt alle richtig schlecht gegen uns. Ja, ja, aber Turn 2 sind sie trotzdem manchmal noch gut. Ich meine, ja, er hat ja auch immer noch diese, wir können nicht blocken Sachen. Du willst nur 2-mal kicken. Sei nicht so gierig. Ich will 1000-mal kicken. Du hast aber kein Mana. Oh Mann, kein Mana in Deutschland. Naja. Ja, das wäre auch zu lächerlich, wenn du einen 1000-2er, 1000-2er aussorgst halt. Ja, das war jetzt nicht wörtlich gemeint, sondern... Ach so. Ja, wusste ich nicht. Okay. Fair enough. Ja. Das Spiel scheint schon wieder ziemlich jetzt gewonnen. Jetzt Watercry, obviously halt. Ja, lauf oder, ich rein. Oder die Trap würde nichts machen, oder? Nee, oder 1-1 Trap. Ja. Also ich finde... Nee, die Töpfe würde sogar absolut gar nichts machen. Jetzt traden wir gerne gegen seinen Slaughterkreis. Ich will einfach alle seine Handkarten abarbeiten. Ja. Ist ja nichts los. Sanctifier ist einfach nur ein guter Blocker. Ich glaube nicht, dass er irgendwie leckere Targets hat, oder? Ich habe bisher auch noch nichts gesehen. Ich würde trotzdem erstmal einen Banisher legen. Ja, klar. Macht auch wieder. Obwohl, gegen die zwei Mana Kreatur ist es nicht so der dicke Tempo-Vorteil. Nee. Aber haut für 3. Nope. Der Banisher ist echt der allerbeste Mann. Sieht man jetzt nicht, ist generell aber so. No, der ist fies. Ja, da kriegen wir direkt Schaden für. Aber, puh, das auch noch. Er hat lecker nachgezogen, das Burst Lightning. Ja, jetzt können wir irgendwie wahrscheinlich eher nichts auszocken. Oder wir machen direkt Jonas Judgment, das ist wahrscheinlich das Play. Ja, gehen auf 13. Also er hat auch noch keine fiesen Late-Game-Spoiler, wie zum Beispiel 6 Mana 5 vom Face-Drache oder so ein Kram gezeigt. Trotzdem wäre es immer gut, einen Jonas-Judgment in der Hinterhand zu haben. Ich finde, das ist eine knappe Sache. Ich würde es jetzt casten. Ja, ich auch. Okay. Und gehst du dann metzeln oder machst du Defense? Ich mache dann Defense. Okay. Also, weil das Race würden wir ja gewinnen. Lebenspunkte sind auch ziemlich gleich. Und aber können, ja, aber können wir auch nächste Runde anfangen, weißt du? Seine Lebenspunkte sind halt weniger wert als unsere. Ich glaube, bei der Zeit einfach noch das Land auf der Hand wäre so mein Read. Ja, wird aber auch mal Zeit. So, jetzt gehen wir offensichtlich mit Zen. Ja. Und Sanctifier wird auch ausgezockt, oder? Ja. Land behalten wir offensichtlich auf der Hand. Na gut, er hat schon auch Flieger am Deck, den Hawk zum Beispiel, für den hätten wir vielleicht. Na, aber andererseits können wir nie immer ordentlich Sachen auszocken. Ja. Ja gut, den Hawk hätte, er müsste er jetzt halt nachziehen und der würde im Race, ja, obwohl doch, dann können wir einen Turn nicht angreifen, der wäre schon super lecker halt. Oh. Digi, erstmal, achso, ja okay. Ist nicht doppelt weiß wie im Fern, oder? Ja, hast du nicht so geschickt getappt. Kennst du Cancel im Deck? Nee, hast du nicht mehr. Ach so. Ja, also der Draw hat offensichtlich sehr geschmeckt. Den wir metzeln, Journey würde ich eher nicht auszocken. Offensichtlich nicht. Der 1-2-1 ist uns eh Bane. Und jetzt ist er auch demnächst mal kaputt. Ja. So, was kommt der End of Turn? Join the ranks. Ah, okay. Okay, das gilt. Gilt? Ja, macht weil er sonst nichts. Keine Ally hat. Ja, ja. Das haben wir gewonnen. Geil gezockt, fürs darauf. Wir haben auch noch ein paar Ticks gewonnen mit Marshflats und Death Judgment. Die lassen wir uns auscashen, die Booster. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Martin Gott wollte vielleicht nochmal viele verschiedene Gasthörer einladen. Zum Beispiel Rüß. Oder TMM. Ja, mal schauen. Okay, das war's von uns. Haut rein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.